Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Firefox-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich bei Firefox die Menüleiste einblenden kann, wenn sie einfach nicht mehr da ist. Das ist eigentlich ganz einfach, wird aber dennoch sehr häufig gesucht und wir öffnen dafür einfach mal Firefox und sehen, ich habe die Menüleiste nicht mehr und normal finde ich natürlich auch alle Einstellungen, die ich benötige, irgendwie hier, aber wie kann ich denn die Menüleiste wieder einblenden? Das ist wirklich einfach, wir gehen nur oben in den Bereich der Menüleiste und machen hier einen Rechtsklick und dann habe ich hier schon den Auswahlpunkt für die Menüleiste. Klicke drauf und dann ist die Menüleiste wieder eingeblendet. Umgekehrt kann ich natürlich sagen, ich möchte das nicht, dann mache ich einen Rechtsklick und kann die Menüleiste hier auch wieder entfernen. Von daher relativ einfach, aber man muss natürlich wie immer wissen, wo sich die Funktion in Firefox versteckt. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Chavo. Ciao.